Video soll gezeigt werden, wie man ein 360-Grad-Video hochlädt. In diesem Fall soll der Upload auf YouTube erklärt werden. Für das Hochladen eines 360-Grad-Videos muss dieses erst durch ein Programm umgewandelt werden, sodass man es später auf YouTube auch als 360-Grad-Video ansehen kann. Den Link zu dem Programm, das hier verwendet wird, findet man unten in der Videobeschreibung. Hat man das Programm runtergeladen, kann man mit dem Umwandeln beginnen. Man öffnet das Programm, das dann so aussieht, und klickt auf Open, um das gewünschte Video zu suchen, welches umgewandelt werden soll. Hat man dann das richtige Video gefunden, wählt man dieses aus und klickt auf Öffnen. Man kommt zurück zu dem Programm und es wird einem angezeigt, welche Datei man geöffnet hat. Um nun das Video richtig umzuwandeln, muss man ein Häkchen hinter Spherical setzen. Ist dieses Häkchen gesetzt, klickt man unten auf Save As, um das Video auf dem Gerät zu speichern. Man kann dann auswählen, wo das Video gespeichert werden soll. Und dann muss man nur noch einen Moment abwarten, bis das Video fertig umgewandelt und gespeichert ist. Wird diese Meldung nun angezeigt, ist das Video fertig umgewandelt und abgespeichert und man kann das Programm wieder schließen und mit dem Hochladen auf YouTube beginnen. Nun muss man natürlich erst einmal YouTube öffnen und sich auf seinem Account anmelden. Um dann mit dem Upload zu beginnen, klickt man auf das kleine Kamerasymbol mit dem Plus in der Mitte. Daraufhin öffnen sich zwei Optionen und man wählt Video hochladen aus. Man wird nun in das YouTube Studio weitergeleitet. Hier kann man dann die gewünschte Datei hochladen, entweder per Drag and Drop oder per Dateien auswählen. Für Drag and Drop öffnet man einfach seinen Ordner, wo sich das gewünschte Video befindet, und wählt dann dieses Video aus. Dabei ist darauf zu achten, dass man die richtige Version auswählt, also das umgewandelte Video. Man zieht es einfach rüber und schon wird das Video geladen. Hat das Video dann geladen, öffnet sich ein neues Fenster. Hier kann man verschiedene Sachen festlegen, beispielsweise einen Titel oder eine Videobeschreibung hinzufügen. Außerdem kann man ein Thumbnail festlegen, also das Vorschaubild des Videos. Und man kann auswählen, ob das Video einer bestimmten Playlist zugeordnet werden soll und ob es für eine bestimmte Zielgruppe, also speziell für Kinder, geeignet ist. Diese Dinge kann man aber auch noch im Nachhinein festlegen. Die darauffolgenden Schritte kann man erst festlegen, wenn das Video verarbeitet wurde. Daher überspringt man diese und geht weiter zu Schritt 3. Hier geht es um die Sichtbarkeit des Videos. Man kann festlegen, ob das Video privat, nicht gelistet oder öffentlich gestellt werden soll. Hier kann man einfach die gewünschte Option auswählen. Des Weiteren kann man sich überlegen, ob man einen Veröffentlichungszeitpunkt festlegen möchte. Und daraufhin folgen noch ein paar wichtige Hinweise für den Upload des Videos. Danach hat man alle wichtigen Dinge festgelegt und man kann einfach auf Speichern klicken. Dann wird das Video hochgeladen. Das kann einige Zeit dauern, besonders bei 360-Grad-Videos dauert das gerne mal einige Stunden.